Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Team Let's Play mit Cursplay, Autodrive, der Capo, Mischa und meiner Wenigkeit. Servus! Hallo! Moin Moin! So, ich war ja eh letztes Mal hier gefahren mit dem MB-Trag und ich will jetzt ein bisschen Stroh streuen hier. Das Kribbeling können wir auch vorne anhängen. Hab ich zumindest gedacht, gibt es das in der Frontlader? Ehrlich? Gibt es die in der Frontlader? Na dann, müssen wir uns mal darüber. Dann 23.000 Liter Kalk mit drin. Ja, dann kannst du einfach was bringen. Also, ich denke, das könnte dann auch passen für das andere Feld mit, weil ich habe jetzt noch fast 40%. Ich habe das ja schon fast halb fertig. Da erst viel aus, was weggeht, aber jetzt geht's noch. Ne? 22.000 Liter kann ich. Ja, ist ja auch egal. Kommt auf 1000 Liter nicht drauf an. Haben wir ernst, so. Sagen wir, hatten doch 90.000 jetzt. Ach, mein Gott. Können wir mal ein paar Touren machen. So. Wie heißt die? Die 10. Ja, ein Feld bringt Feld, mir ja nicht. Feld 10. Warum nicht? Weil das Silo ist doch direkt hier vorne. Also. Kommt er doch direkt vorbei. Wenn so, du es denn da einlagern kannst. Warum findest du jetzt die Werkstatt wieder nicht? Hier oben ist die Warte, spring hin. Na, ihr werdet das ja per Dings hinfahren lassen. Autodrive. Nee, ich bin am Rumrennen hier im Hof. Ach so. Ihr Werkstatt geradeaus durch. Rechts, links rüber. Ach, hier hinter dem links. Hier, wo die Palettengabel und der Frontlader steht. So, was wollte ich denn? Hier stand der Frontlader. Das nur wieder, da passen die Konsolen nicht hier rein. Oh nee, oder? Das ist ein Frontlader hier. Und noch irgendwo ein Frontlader stehen? Ich sehe gerade, dass der Helfer sich selber in den Kurven lehnt. Was ist das denn für ein Shit? Echt? Ach nee, das sieht nur so aus, wenn er schaltet. Okay. Sah aus, als wenn er sich in den Kurven lehnt. Bei Kleinkurven, ja. Haben wir irgendwo noch einen anderen Frontlader stehen? Ich habe einen hier noch dran. Ein Quicke. Brauchst du einen? Ich kann den irgendwie nicht. Aufladen, wie der da drüben steht. Aber das hatten wir doch bei dem M-Betrag letztes Mal, glaube ich, schon gehabt, dass er nicht wollte, ne? Du bist doch mit dem M-Betrag unterwegs. Ja, ja, genau. Ich meine, das hat die letzte Folge, letztes Mal, wo wir aufgenommen haben, dass ich dasselbe Problem hatte und das nicht ging. Deswegen habe ich ja diesen Fiat mitgenommen. Ich glaube, ich habe eine andere Konsole rangebastelt gekriegt. So, nochmal runter mit dem Chrom. Konfigurieren. Stoll so. Probieren wir das mal, ne? So, jetzt haben wir es.
Der ist von dem M-Betrag hier. Das ist auf dieselbe Farbe dran, oder? Nee, schwarz ist. Was kann man für die Gelberbuchten hier machen? Die was kann man halt machen? Ja, passiert doch was mit, kann man da was reinmachen, nee, ne? Ich weiß nicht, kann man auch Kälber kaufen? Was ist? Kälber kann man kaufen, ja. Dann könnte man ja Kälberzucht machen. Außer Milch oder so viel, glaube ich, oder gibt es beim Shop Kraftfutter, ach, Milchfutter oder wie auch immer. Ich weiß nicht. Kälberstall kannst du gar nicht aussuchen unter Tieren, ne? Glaube ich, das Tier rein tun, ne? Es gibt Freilandkühe zweimal. Ein Kuhstall mit dem Futterroter, was wir haben. Kuhstall Medium, Schweinstall, Schafstall, Hühnerstall. Mehr haben wir nicht. Ja, das sind bestimmt die eigenen, die du aus der Nachzucht trägst. Ja, oder so. Dass du die rüber transportieren kannst, vielleicht. Und dann aber da. Oder vielleicht kann... erscheinen die auch so, aber. Ach, keine Ahnung. Gibt nämlich auch nichts für. Sind welche drin? Kälberfutter. Ein paar olle Milchkannen rum, vielleicht machen wir das so selber nachts. Meinst du, die zapfen das selber ab? Ja. So. Wir haben die Samen von der Hof Bergmann auch hier drauf, ja? Hm? Die Sachen von der Hof Bergmann haben wir auch hier. Ja, ja, das ist alles. So dieselben Mods. Ja, ja. Und der MF ist angekommen. Gut. Kann ich die Kühe anstreuen? So, und probieren wir mal, ob der Hinterring kippt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann komm ich mit der Förderschnecke. Ja, gab es einen Mod, den du hinter an der Dings gehangen hast, gell? Ja. An der Anhänger. Die Überladeschnecke, oder wie genau, heißt das, gell? Haben die, glaube ich, nicht rausgebracht, so was. So vieles, was sie im 19er gemacht haben, was sie jetzt noch nicht aufgetaucht ist. Aber zigtausend Deutsch und Fan von allen Größen, ne? Ja. Das ist echt. Weil jeder das haben wollte, ja. Ja, das oder ist wahrscheinlich auch immer, nur umgeskinnter Scheiß, weißt du? Ja. 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 Oder doch? Oh, kann ich abgeben. So. Kannst hier auch aufladen kommen, Daniel. Mhm. Komm mal hin. Warte, er versucht gerade hier was vom Baum zu fahren, oder? Ist sowieso hängen geblieben. Jetzt sehe ich noch was. Also. Das Ding stimmt jetzt hier vorne ab. Ich hab noch 2%, Micha. Ja, dann ran. Kann ich heute was bringen euch, oder? Ja. Wir sind glücklich. Immer. So, was steht denn hier noch für Zeug? Hier steht auch noch Kalk. Ja, hier stehen noch 3000 Liter Säcke Kalk. Haben wir ja ihre Miststreuer? Nee, ne? Doch. Macht mal, wo ist denn ein gesehen? Wir haben 10.800 Liter Mist, also können wir auch damit düngen, ne? Mhm. Ah, ne, haben wir gar nicht. Warte, ich guck mal, ich brauche noch eine Schaufel wahrscheinlich.
Ne, haben wir gar nicht mit Streuer. Auch kein Güllefass. Wisst ihr? Wir haben auch kein Güllefass. Genau. Aber Schaufel haben wir. Ja gut, da muss erstmal Miststreuer haben, gell? Ach hier, der eine Anhänger, den ich da hatte, der war gar nicht uns, gell? Weiß, ne? Das ist auf einer Mission noch der Scheiß. Wo ist denn die Schaufel? Da? Soll ich hier Miststreuer kaufen? Warte mal, vielleicht brauche ich eine richtige Schaufel denn. Mir wird eine Schaufel angezeigt, aber ich weiß nicht, was das ist. Ah doch, ist da. Die steht direkt bei uns am. Jo. Ja, der kaufen wir an, ich komme dich abholen mit mir. Was denn für einen? Hey, so ein Mod oder was? Oder? Muss, guck mal rein, guck mal ich rein, guck, was ich ihr guck haben mal wollt. Selber, ja genau. Was haben wir denn überhaupt? Überlade, Anhänger. So, hat einen kleinen Störfaktor. Falls ihr das noch nicht bemerkt hatte, dass ich nicht da war. Was ist erst einmal still? Blockiert? Ja, dann blockiert. Zum einen für 17.000 kaufen, so einen kleinen nur. Sie der grad, erste? Ist egal, ja, wie oft der fährt, oder? Nee, der erste kostet noch zu viel. 17. Was ist denn der 17.000? Der das eine hat 5.500 Liter und der andere auch. Ach, du meinst hier den Farmtech oder den Zip? Das sind ja zwei die gleichen, nur nee. Andere Beschriftung. Echt? Ja, so sieht mir auf den Bildern aus. Warte, ich guck mal rein. Ah doch, der ist hinten genauso, ja. Ja. Oder für 5000, der hat ein bisschen wenig Kapazität, ne? 5000 Liter, ja. Naja. Kannst du ja noch konfigurieren. Ja, ja, Ballenanhänger, kannst alles draus machen aus dem Ding. Ballenanhänger und Mischstreuer und Normalanhänger, Volumenanhänger für Hexegut. Also, ja, brauchen wir ja nicht. Ja, sonst haben wir nichts, anderes als zu teuer. Entschuldigung. Ohne, oder? Hier kann man rein für mit Erhöhung kaufen. Kostet 500 Euro mehr. Von den 17.000. Ja, die Farmtech, genau. Ich hol den mit Erhöhung, genau. Soll ich einen kaufen? Ich hab schon, ist schon da. Was war's schon? Ich war eh auf dem Knopf. So. Ach. Ist schon gekauft, ja. Genau. Wolltest du mal Feld 14 mal machen, oder was? Genau. Wenn der soweit fertig ist, wollte ich mal die. Ja, ich weiß nicht, warum der den Rest nicht gedüngt hat, ey. Schon. Die Plane losmachen war doch eigentlich Taste N, oder? Normal, ja. Ich ja, versuch hast mal. Hast du überhaupt angeschlossen? Ah, warte. Nee, ist dran. Aber ich mach mal ab und mal wieder neu dran. Ist das, gell? Mit dem Kommando ist immer so eine Sache, der ist bestimmt zu hoch jetzt, oder? Ein bisschen runter. So, da fahren wir dann mal zur Werkstatt und holen wir unseren neuen Miststreuer. Soll ich mal zurücksetzen, oder wo setzen wir zurück? Ne, ne, ich komme nicht holen. Aber wir müssen gut. Autogreifen finden. Aber wir könnten schon mal schlafen gehen oder so. Wie weit ist das denn mit einem Ansehen. Ah, der hat noch ein Viertel. Ein Viertel. Dann noch nicht. Nimm mal den anderen Trecker, vielleicht klappt es dabei besser, weil der hat auf N die Tür öffnen, weißt du? Also. Vielleicht ja, das kenn blockiert ich. Das. Vielleicht blockiert das ja. Das geht nicht, mach. Genau. Soll ich mal abhängen? Jo, einmal tauschen. Mach dich vor den Reiter. Na gut. Weise dich ein. 90 Grad, 30 Grad drehen noch. Bisschen mehr links. Halt, bisschen mehr rechts. Halt, nicht so weit. Da fährt er mich fast über den Haufen. So viel Spaß. Danke. Guck ja, mal, jetzt geht's auch. Guck, ja. Jetzt kann ich auch laden hier. Mach Helm aus. Wo seid ihr denn am Jan? Hier, Kalk laden. Okay. Und zum Hof sozusagen. Ja. Ich
gesehen. Ist ja aber das Feld habe ich noch gerade geschafft mit 2% Restbestand im Tank. Also ein kleiner, ne, ist der große Johnny, ne? Ja, aber auf Feld, muss man überlegen, auf Feld 10, 18.000 Liter verballert. Ja gut, weil er noch nie Kalk drauf gewesen ist, weiß er. Naja, aber so, jetzt wollte wir, ich, wir haben eine Blockade hier. Was ist das? Andere Feld 14, ne? Ja. Ach, hau ab. Du bist auf Masse Kalk, ne? Ja. Ich komm jetzt gleich mit Mist mit Düngern, ne? Ja, kannst du machen. Micha, wenn du willst, kannst du schon mit dem Esther, der Fiat hat der Frontlader, kannst du schon die Schaufel dran machen. Der MB-Drag ist weg. Ja, ja, da kannst du dem nämlich gleich laden. Wo ist denn die Schaufel? Die liegt irgendwo am Hof. Der Moment, ich hab's eben gesehen. Im Shop liegt eine drin hier. Also da im, da genau, jetzt rechts ist Schublade. Hier. Da liegt eine. Naja, ich muss den Frontlader mal suchen gehen. Wo ist denn? Der Frontlader ist da drauf. Der hast du auch ein Fiat doch. Der ist da drauf. Achso, ach, er will an seinem Fairwood so einen haben noch. Ist auch nur an Baukonsole. Aber nee, den habe ich ja auch auf dem MB-Drag. Aber guck mal, liebe Freunde, wie das Chaos sich weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, ein Träumchen. Wenn ihr uns reden wollt, kommt ein Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.